Guten Abend, sehr geehrte Frau Professor Schröter, liebe Susanne, sehr geehrter Herr Kaube, sehr geehrter lieber Dr. Gerchow, der Hausherr, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, vielen Dank für Ihr Kommen. Wir freuen uns wirklich, und man sagt das an dieser Stelle ja immer, aber wenn Sie in diesen vollen Saal schauen und wissen, was heute ist, dann glauben Sie mir, dass wir uns sehr freuen, dass Sie so großes Interesse haben und zahlreich gekommen sind. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Exzellenzclusters, die Herausbildung normativer Ordnung, gemeinsam mit unseren Direktoren, Professor Rainer Forst, der eigentlich gleich noch kommen müsste, und Professor Klaus Günther, der seinen eigenen Vortrag auf der Buchmesse gerade hält, und freue mich, dass Sie mit uns heute hören wollen, wie Frau Professor Schröter ihr neues Buch »Politischer Islam – Stresstest für Deutschland« vorstellen wird. Wir, und falls Sie über den sperrigen Begriff Exzellenzcluster auch nach 12 Jahren noch stolpern, dann kurz die Erläuterung: Normative Ordnung sind ein interdisziplinärer Forschungsverbund an der Goethe-Universität, dessen Thema die politischen, die gesellschaftlichen Krisen sind, die Konflikte und Herausforderungen normativer Ordnungen. Und normative Ordnungen, die gibt es in rechtlicher Hinsicht, in ethnologischer Hinsicht, in vielen verschiedenen religiösen Fragen, in politikwissenschaftlichen Fragen, in moralischen, philosophischen Fragen. Heute zu einem speziellen Aspekt davon werden Sie die normativen Ordnungen, die im politischen Islam eine Rolle spielen, zu hören bekommen. Wie diese Ordnungen sich verändern, wie sich Herrschaftsstrukturen kristallisieren, wie sich Macht und Lebenschancen auch auf transnationaler Ebene, in unserem Falle hier jetzt aber in Deutschland, verteilen, das erforscht unser Verbund. Und auch das ist ein Merkmal oder auch eine Aufgabe, die wir uns von Anfang an gestellt haben. Und das Zitat ist immer wieder das Gleiche: Die Forschung darf nicht gerade bei solchen gesellschaftspolitisch relevanten Themen im berühmten Elfenbeinturm sozusagen hinter der Mauer der Wissenschaft stattfinden, sondern hier kommt auch der Direktor, Professor Forst, guten Abend. Soll im Austausch mit der Öffentlichkeit stattfinden. Aus unserer Sicht kann die wissenschaftliche Arbeit nur dann gelingen, wenn sie in den direkten Dialog mit der Bürgergesellschaft trifft. Citizen Science, Sie kennen es alle. Und in unserem Falle haben wir das seit vielen Jahren betrieben, aber das kann man hier so sagen, dass Frau Professorin Schröter da unser Musteraushängeschild für den Dialog in vielfältiger Weise ist. Und ich sehe hier auch bei Ihnen sehr, sehr viele Wiederholungstäterinnen und Täter. Das heißt, Sie wissen das, in welcher Weise, wie präsent Frau Schröter in der Öffentlichkeit damit ist. Und darüber sind wir sehr froh und dankbar. Und wir danken insbesondere dem Hausherrn, Herrn Dr. Gerchow, und dem Historischen Museum, dass wir, ich weiß gar nicht zum wievielten Male, bei Ihnen zu Gast sein dürfen, mit vielfältigen Veranstaltungen, mit den unterschiedlichsten Formaten, mit den unterschiedlichsten Themen. Heute mit der Buchvorstellung von Professor Schröter, aber auch, und weil es eine Veranstaltung ist, die durch Sie vermittelt wurde und thematisch angeregt, darf ich das hier sagen, und in unserem gemeinsamen Interesse. Wir dürfen Sie jetzt schon einladen, am 1. November zurückzukommen hier ins Historische Museum, wo das nächste Frankfurter Stadtgespräch stattfinden wird, unter dem Titel »Das islamische Kopftuch zwischen Glaubensfreiheit, staatlicher Neutralität und Gleichberechtigung«. Und das wird diesmal mit einer Juristin von Normative Orders, Professor Saksowski, stattfinden, und mit der Ihnen sicher alle bekannten Imame Seran Atish aus Berlin erneut wieder bei Ihnen hier zum Gast. Jetzt allerdings zum Thema, und das wollte ich gleich vorab sagen, ich habe es Herrn Kaube versprochen, heute Abend haben wir das große Glück, und ich weiß nicht, wie uns das gelungen ist, dass der Herausgeber der FAZ von der Buchmesse und vom Suhrkamp-Empfang heute zu uns kommt zur Moderation, da freuen wir uns sehr darüber, und ich habe ihm versprochen, ich sage kein einziges inhaltliches Wort, sondern nur, das möchte ich Ihnen kurz sagen, auch wenn das wahrscheinlich nicht nötig ist, wer Susanne Schröter ist und was sie bisher thematisch gemacht hat. Sie ist Mitglied, das haben Sie gehört, unseres Forschungsverbundes und dort Gründerin und Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, das schon seit einigen Jahren erfolgreich, nicht nur wissenschaftlich, sondern eben in die Bürgergesellschaft wirkt. Hier leitet sie in diesem Jahre 2019 das Projekt »Der globale Islam zwischen islamistischer Revitalisierung und progressivem Aufbruch«.
Und das beschäftigt sich, wie könnte es anders sein, mit den normativen Umbrüchen im modernen Islam. Innerhalb dieses Projektes hat sie in diesem Jahr schon im Mai eine Tagung, die Sie vielfach vielleicht in den Medien mitverfolgen konnten, das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung, und am 14. Juni eine weitere säkulare Islam- und Islamismuskritik veranstaltet. Und auch schon Ende November gibt es die dritte große Konferenz in diesem Jahr, international diesmal unter dem Titel The Challenge of Islamism and the Progressive Muslims. Da sind Sie auch schon herzlich an die Goethe-Universität eingeladen. Wer ist Susanne Schröter? Sie ist Professorin für Ethnologie kolonialer und postkolonialer Ordnungen an der Goethe-Universität, Vorstandsmitglied des Deutschen Orient-Instituts, des Hessischen Forums für Religion und Gesellschaft, im wissenschaftlichen Beirat des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft und außerdem Mitglied der Hessischen Integrationskonferenz und des Hessischen Präventionsnetzwerks gegen Salafismus und Beraterin des Frankfurter Zukunftsrats. Da sehen Sie, wie die Wissenschaft eben auch in die Politik hineinwirkt. Sie war von 2004 bis 2008 Inhaberin des Lehrstuhls für Südostasienkunde an der Universität Passau, zwischen 2000 und 2004 Gastprofessorin in Yale, an den Universitäten Mainz, Frankfurt und Trier und der University of Chicago. Die Forschungsschwerpunkte sind breiter, als Sie heute Abend erkennen können. Es ist nicht nur, und als ob das nicht auch schon reichen würde, der islamische Extremismus und Terrorismus, der progressive und der liberale Islam, Frauenbewegungen in der islamischen Welt, gerade auch Gender und Sexualität, Säkularismus und Religion, Flüchtlinge, politische, religiöse und ethnische Konflikte. Zu ihren zahlreichen, zuletzt veröffentlichten Publikationen zählen 2013 als Herausgeberin Geschlechtergerechtigkeit durch Demokratisierung, Transformationen und Restaurationen von Genderverhältnissen in der islamischen Welt und dann sehr sichtbar geworden und Ihnen vielfach bekannt, Gott näher sein als seine eigenen Halsschlagader, fromme Muslime in Deutschland in 2016 und auch Normenkonflikte in pluralistischen Gesellschaften. Sie merken, dass wir eine profilierte Expertin für das heutige Thema für Sie eingeladen haben. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und Ihre Präsentation. Liebe Susanne, the floor is yours. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Rebecca, für diese nette Einführung und diese umfängliche Einführung meiner Person und meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Schön auch, dass du gesagt hast, ich beschäftige mich mit nicht nur Islamismus, sondern auch mit liberalem Islam, progressivem Islam. Ich will das mal vorab stellen, weil mir das gerne von manchen Leuten unterstellt wird, ich sei Islamfeindin. Ich muss sagen, ich bin alles andere als eine Islamfeindin. Ich habe außerordentliche Sympathien für den Islam als Weltreligion in den meisten seiner Spielarten. Und ich befasse mich schon seit langem mit dem Islam als gelebte Religion. Ich bin Ethnologin, also keine Theologin. Von mir können Sie nicht erwarten, dass ich Antwort gebe, welcher Text jetzt richtig interpretiert wird oder nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht, sondern mich interessieren religiöse Texte nur dann, wenn sie tatsächlich in der Lebenswelt relevant werden. So, und also mit Islam an sich und für sich, wie gesagt, beschäftige ich mich seit vielen, vielen Jahren. Ich habe jahrelang einen dezidierten Schwerpunkt auf das islamische Südostasien gehabt, insbesondere auf Indonesien, die bevölkerungsreichste muslimisch geprägte Nation der Welt. Und der Islam in Indonesien, der galt lange, lange Zeit lang als besonders moderat, als besonders tolerant. Und Indonesien wurde in einer Zeitschrift mal als Land des lächelnden Islam bezeichnet. Land des lächelnden Islam. Mittlerweile hat es diese Bezeichnung, glaube ich, nicht mehr verdient. Was sich da in den letzten 20 Jahren abgezeichnet hat, ist das, was sich ein Durchdringen des politischen Islam nenne in meinem Buch. Und so etwas begegnet einem auch andernorts. Ich habe aus der Erfahrung heraus, dass mich bestimmte Dinge verstört haben, sowohl in meinem originären Forschungsgebiet Südostasien, aber dann auch später bei einer langen
dreieinhalbjährigen empirischen Forschung in der Landeshauptstadt Wiesbaden bei allen muslimischen Gemeinden und sophistischen Orden. Auch da sind mir einige Sachen sehr merkwürdig vorgekommen. Und beim Nachdenken darüber habe ich gedacht, dass was du als nächstes unbedingt untersuchen musst, sind religiöse Organisationen und wie hängen die eigentlich alle zusammen. Und daraus ist dann letztendlich auch das Buch Politischer Islam geworden. Was ist der politische Islam jetzt eigentlich? Der politische Islam ist, wie gesagt, eine einzige Spielart des Islam, der überall dort, wo er sich verbreitet hat, natürlich auch Verschmelzung eingegangen ist mit den lokalen Kulturen. Das ist normal. Jede Weltreligion macht das, kann überhaupt nicht überleben, wenn sie nicht auch kulturelle Elemente mit aufgreift und sich da so eine Melange herausbildet. Aber wir haben natürlich auch unterschiedliche Interpretationen, Interpretationsschulen, also die Gelehrten, die mit Texten umgehen. Und das reicht dann eben auch von außerordentlich fundamentalistischen oder sogar radikalen Spielarten bis hin zu ganz moderaten. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, Fundamentalismus, vielleicht noch kurz zur Erklärung, was ist Fundamentalismus? Fundamentalismus bezeichnet man eine Herangehensweise an religiöse Texte, übrigens nicht nur an muslimische, sondern auch an christliche, daher kommt der Begriff ursprünglich mal, dass man religiöse Texte in einer wortwörtlichen Weise sich zu eigen macht. Das heißt, nicht den Entstehungskontext betrachtet, nicht in der historischen Dimension so einen Text sich anschaut, sondern sagt, so, was steht denn da drin, beispielsweise im Koran? Und das ist jetzt eins zu eins die Leitlinie für die momentane, für das gesamte Leben, auch in der jetzigen Zeit. Das ist Fundamentalismus, aber wir haben natürlich auf der anderen Seite auch moderne hermeneutische Verfahren. Die haben wir zum Teil hier auch bei uns an unseren Universitäten in den Lehrstühlen für islamische Theologie, wo man natürlich diese modernen hermeneutischen Herangehensweise auch an Texte beherzigt und da eine moderne Theologie zu entwickeln versucht. So, das vorab, das ist also eine große Bandbreite an Ausprägung sowohl theologischer als auch pragmatischer Weise des Islam gibt und dieser politische Islam nur ein Teil. Jetzt möchte ich kurz ein Beispiel nennen, was ich meine, wenn ich mit politischem Islam, wenn ich mit diesem Begriff arbeite. Und das Beispiel ist ganz aktuell. Das ist der türkische Einmarsch, der Einmarsch der türkischen Armee nach Nordsyrien. Da hat sich letzten Samstag Folgendes zugetragen. Eine syrische Frauenrechtlerin und Politikerin, Havrin Khalaf, saß in einem Auto, ist gestoppt worden von einer islamistischen Miliz und herausgezogen worden, genauso wie ihr Fahrer. Und dann hat man beide exekutiert. Ja, sind nicht die einzigen Opfer, der Zivilgesellschaft, die diesem militärischen, völkerrechtswidrigen militärischen Einmarsch zum Opfer gefallen sind. Aber es zeigt sehr deutlich, was passiert da? Und das könnte man natürlich sagen, das macht jeder nationalistische Diktator auch. Aber das zweite Bemerkenswerte ist, warum hat Erdogan eigentlich mit diesen dschihadistischen Milizen zusammengearbeitet und hat er das auch schon früher gemacht? Und da muss man ganz eindeutig sagen, ja, er hat das auch früher schon gemacht. Das war immer ein offenes Geheimnis. Alle diejenigen, die darauf hingewiesen haben, Can Dündar beispielsweise, der ja in Deutschland Asyl hat, die sind dann wegen Terrorismusverdacht sofort aus dem Verkehr gezogen worden. So, das diese Zusammenarbeit, enge Zusammenarbeit zwischen einem Akteur, der, und das werde ich gleich noch erläutern, eine islamistisch und nationalistische Agenda hat, mit dschihadistischen Gruppen. Das ist etwas, was wir relativ häufig finden, auch in anderen Ländern. Das hatten wir im Anschluss an den arabischen Frühling in Ägypten und in Tunesien. Das haben wir aber auch in Südostasien, dass zwei unterschiedliche Akteure aus dem Spektrum des politischen Islam scheinbar unverbunden, aber doch in gewisser Weise zusammenarbeiten. Und
Ich habe jetzt in den letzten Tagen immer wieder gehört, das hat aber doch alles nichts mit dem Islam zu tun, das ist doch einfach nur eine strategische Geschichte. Dazu muss man jetzt wissen, das mag ein Grund sein, weshalb Erdogan sich dieser dschihadistischen Milizen bedient, aber gehen wir mal etwas weiter darüber hinaus. Was ist Erdogan für ein Mann? Was hat er für ein Ziel? Erdogan hat seit vielen Jahren den Versuch unternommen, die Türkei, die ja als laizistisches Land, als laizistischer Staat von Atatürk gegründet worden ist, immer mehr in eine islamistisch-nationalistische Richtung zu treiben. Und dieses, wie das geschieht, und er ist auch nicht der Einzige, der das jemals probiert hat, sein Ziehvater Necmettin Erbakan, derjenige, der sozusagen der Gründer der Milli Görüs-Bewegung ist. Milli Görüs-Bewegung ist eine Bewegung, die auch in Deutschland relevant ist. Dieser Necmettin Erbakan war eben der geistige Ziehvater Erdogans und derjenige, der sozusagen ihm auch die Sicht auf Religion und auf Welt mitgegeben hat. Und Erdogan hat vor allen Dingen in den letzten Jahren seiner Regierung immer wieder sehr klar auf eine islamistische Agenda zurückgegriffen und auf ein Konzept, das sich türkisch-islamische Synthese nennt. Türkisch-islamische Synthese ist ein Konzept, das versucht, Ultranationalismus mit Islamismus zu verbinden. Ja? Also von daher ist Nationalismus vor allen Dingen in einer sehr radikalen Weise und Islamismus kein Gegensatz, sondern das sieht man sehr schön an der Türkei, lässt sich verbinden. Und jetzt wird es natürlich in einem Punkt für Deutschland relevant, nicht nur, weil wir die Konflikte, die in der Türkei sind oder auch in Syrien sind, im Prinzip durch Kurden oder auch Türken, die bei uns wohnen, auch hier sehen, ausgetragen sehen, bei Demonstrationen oder bei Auseinandersetzungen, sondern das, was ich für viel relevanter halte, ist das türkische Religionsministerium, die größte und wichtigste Behörde, deren Leiter immer vom türkischen Ministerpräsidenten eingesetzt wird und direkt ihm untersteht. Dieses Religionsministerium hat den Auftrag bekommen, die Freitagspredigten so zu gestalten, dass sie den Feldzug Erdogans zu unterstützen. Das heißt, das Ganze als heiligen Krieg zu labeln. Und diese türkische Religionsbehörde hat eine ganze Reihe von Auslandsdependancen. Eine dieser Auslandsdependancen ist die DİTİB in Deutschland. Die DİTİB galt lange, lange Zeit lang als moderater islamischer Akteur. Deshalb hat die Politik besonders gerne mit ihr zusammengearbeitet. Auch hier in Hessen ist das passiert. Es gab einen sehr liberalen, verständigen, vernünftigen DİTİB-Vorsitzenden, der hat hier zusammen mit der damaligen Landesregierung den bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht in der Partnerschaft mit der DİTİB angedacht. Da war man ganz froh und dachte, super, wir können hier endlich mal islamischen Religionsunterricht anbieten und haben aber auch jemand als Partner, der, auf den wir uns verlassen können, der den Islam in einer modernen Weise interpretiert. Unter Erdogan ist aber nun sowohl das türkische Religionsministerium als auch die DİTİB eindeutig in eine islamistische, nationalistisch-islamistische Richtung gewandert. Und das haben wir in der Vergangenheit sehr deutlich gesehen. Die DİTİB wurde missbraucht für Spitzeltätigkeiten für den türkischen Staat. Die DİTİB wurde missbraucht als Propagandaeinrichtung von die Freitagspredigten hatten häufig einen explizit politischen Charakter. Und jetzt will ich Ihnen nur mal etwas vorlesen aus der letzten Freitagspredigt, von der DİTİB-Seite genommen. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Verehrte Gläubige, wir haben als Nation viele schwierige Lagen durchlaufen. Diejenigen, die uns von der Bühne der Geschichte entfernen wollten, gaben ihre Bestrebungen nie auf. Aber diejenigen, die es auf unser Land abgesehen haben, dessen jedes Zentimeter mit dem gesegneten Blut unserer Märtyrer bewässert ist, sind dazu verdammt, auch heute zu verlieren, genau wie gestern, weil wir eine enorme Kraft haben, die uns erfolgreich gegen unsere Feinde macht. Diese Kraft ist unser unerschütterlicher Glaube an Allah, unsere aufrichtige Hingabe an den Islam, unsere Liebe zu unserer Heimat, Flagge und Unabhängigkeit.
Ein Gläubiger stimmt niemals der Verletzung der Werte zu, was der Islam als heilig und unantastbar ansieht. Er führt einen ehrenvollen Kampf, um das Böse auszurotten und Frieden zu schaffen. Deshalb heißt die Operation auch Friedensquelle, die jetzt in Syrien durchgeführt wird. Tatsächlich hat unsere tapfere Nation in ihrer gesamten Geschichte immer auf diese Weise gekämpft. Sie hat die Heimat nicht mit Füßen betreten lassen, die Flagge senken lassen und die Gebetsrufe nicht verstummen lassen. Da sehen Sie immer wieder diese Verbindung von Nationalismus und Religion. Und er endet damit, dass er sagt, helfe unserer heldenhaften Armee, Allah, helfe unserer heldenhaften Armee, die einen Feldzug gestartet haben für die Sicherheit unseres Landes, das Wohl unserer Nation, den Frieden und die Rettung unserer Nation. Mache uns siegreich mit deiner Kraft und Macht. So, und das denke ich, das ist sozusagen in einer Nussschale das, was ich mit politischem Islam meine. Das ist ein religiös-politischer Akteur an der Spitze eines Landes, der genau Religion nutzt für politische Zwecke und umgekehrt. Ja, eine Melange herstellt, die tatsächlich Religion in der schlechtesten Weise darstellt. Und woher kommt das eigentlich? Dieses Konzept, diese Nutzung von Religion, dieser auf der einen Seite dieser Fundamentalismus und dann auch dieser enorme Wille, tatsächlich das Politische umzugestalten anhand religiöser Normen. In der Geschichte des Islam gab es immer Strömungen, die die Politisierung der Religion wollten. Es gab aber auch immer andere Strömungen und zwar sehr unterschiedlich, wer sich da durchgesetzt hat. Vor allem in Krisensituationen. In Krisensituationen haben natürlich diejenigen schnell Gehör gefunden, die eine Erklärung bieten konnten, die auch von Gläubigen akzeptiert worden ist. Die letzte große Krisensituation in der islamischen Welt war der Niedergang des Osmanischen Reiches und die Expansion der Europäer in islamische Kernländer. Und da haben sich viele Gelehrte gefragt, wie konnte das eigentlich passieren, wenn Gott uns doch versprochen hat, dass unsere Mission erfolgreich sein wird und dass die Welt zunehmend islamischer wird und letztendlich der Islam sich in aller Welt verbreitet. Diese Vorstellung ist natürlich nicht ganz unbegründet entstanden. Der Islam hat sich tatsächlich sehr schnell verbreitet, vor allem in den ersten 200 Jahren nach seiner Entstehung. Also die Idee, dass Gott das gewollt hat und das ist auch natürlich eine theologische Begründung für Expansion immer gewesen, die hat er auf einmal nicht mehr gegriffen, weil dieses ganze Kalifat eben zusammengebrochen ist. Und die Antwort war, Gott hat das zugelassen, weil sich die Gläubigen entfernt haben vom Islam, weil sie korrupt geworden sind, weil die Führer korrupt geworden sind, weil sie weltlich geworden sind. Und das Allheilmittel war natürlich zurück zu den Ursprüngen, zurück zu den Fundamenten des Islam. Das heißt auf der einen Seite den Koran in einer wortwörtlichen Auslegung, das heißt aber auch zum Vorbild, zum ultimativen Vorbild Mohammeds und seiner Gefährten und der ersten drei Generationen von Muslimen, die als besonders vorbildlich und fromm galten. Und diese Vorbilder, diese Generation von Muslimen, nennt man die altehrwürdigen Vorfahren im arabischen Salaf. Daher kommt der Begriff des Salafismus. Salafismus meint eigentlich nicht nur diese Leute, die Sie kennen von der Lease-Aktion, die hier in Frankfurt in der Fußgängerzone standen, sondern der Begriff des Salafismus deutet eigentlich auf ein Konzept, das sehr viel weiter gespannt ist. Und einer der ersten oder die wichtigste Organisation, die sich anhand dieses Konzepts gegründet hat, war 1928 die Muslimbruderschaft. Gegründet durch Hassan al-Banna, Sohn eines Oberlehrers in Ägypten, der schon in seiner Jugend mehrfach religiöse Organisationen gegründet hat, die ein moralisch besonders einwandfreies Leben führen sollten. Das war immer ganz wichtig, dass islamische Moral sich in Keimzellen verbreiten sollte, die er dann auch als Keimzellen einer neuen Gesellschaft verstanden hat. Und wenn man sich jetzt fragt, was hat denn eigentlich angetrieben, den Hassan al-Banna, außer dass er den Islam wieder zu alter Größe wachsen sehen wollte. Zwei Dinge.
Das eine war ein antikolonialer Kampf gegen die Briten insbesondere. Das war immer ein Subtext dieser frühen islamistischen Bewegung. Und das andere war, dass er sich zur Wehr setzen wollte gegen eine einsetzende Säkularisierung des Staates. Sowohl in Ägypten als auch in der Türkei und in vielen anderen islamisch geprägten Ländern gab es nämlich seit Ende des 19. Jahrhunderts und dann ganz stark Anfang des 20. Jahrhunderts Säkularisierungsbewegungen. Säkularisierungsbewegungen, die Demokratie gefordert haben, Unabhängigkeit gefordert haben, aber auch Bildung Bildung für Frauen, Mädchenrechte, eine Änderung des Familienrechts. Viele haben gefordert, dass die Pflicht, Kopftuch zu tragen, sich zu verschleiern, abgeschafft wird. Also im höchsten Maße moderne Forderungen. Und in einigen Ländern, wie in der Türkei beispielsweise, ist das dann ja sozusagen in Gesetze gegossen worden. In der Türkei haben die Mädchen sehr früh Zugang zu jeder Art von Bildung gehabt, auch zu den Universitäten, als man in einigen europäischen Ländern noch darum kämpfte, dass Frauen überhaupt zugelassen werden. Da konnten die in der Türkei und haben sie auch schon Universitätsabschlüsse gemacht, auch in Ägypten übrigens. Da gab es sowohl in Ägypten als auch in der Türkei gab es schon Pilotinnen. Ja, ich weiß gar nicht, wann es die erste Pilotin in Deutschland gab. Also Sie müssen sich einfach vorstellen, dieses Klima damals war eines, das sehr modern war, sehr fortschrittlich und Europa überhaupt nicht nachstand. Ich sage immer, der Beginn 19. bis 20. Jahrhunderts, wenn wir emanzipative Bewegung anschauen, da gingen die beide in die gleiche Richtung, die Europäer, aber auch die Araber oder die Orientalen, auch im Iran gab es solche Bewegungen. Und da wollte man zumindest junge progressive Intellektuelle, die wollten alle das Gleiche. Die wollten Freiheit, die wollten Bildung, die wollten teilhaben an einer neuen Welt, die sich auch substanziell von der alten unterscheiden sollte. Und da waren die religiösen Autoritäten natürlich nicht mit einverstanden. Unter anderem deshalb, weil es darum ging, dass sie ganz manifest Ressourcen verloren hätten oder auch haben. In der Türkei haben sie Ressourcen verloren. Das heißt, sie haben politische und religiöse Deutungshoheit verloren. Sie haben Einfluss verloren. Schulen und Universitäten sind zum Teil säkularisiert worden. Und sie haben streckenweise auch Ländereien verloren. Also einen substanziellen Machtverlust erlebt. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass sie damit nicht einverstanden waren und dass die Gelehrten alles dran gesetzt haben, dass sich das wieder ändert. Das ist sozusagen die Keimzelle dessen, womit wir es heute auch noch zu tun haben. In Ägypten lief das so ab, dass sich die Muslimbrüder eigentlich das Ziel gesetzt hatten, Ägypten muss ein islamischer Staat werden und die säkulare Elite soll abtreten. Um das zu untermauern, hat man schon relativ bald einen geheimen Apparat aufgebaut, der auch Anschläge durchgeführt hat auf Politiker. Und als Folge dessen sind die Muslimbrüder natürlich verboten worden, sind dann ins Ausland gegangen, teilweise nach Saudi-Arabien, wo sie sich mit den Wahhabiten gut verstanden haben, aber teilweise auch nach Europa und auch nach Deutschland. Wir haben hier die ältesten islamischen Zentren sind gegründet worden, eines von der ägyptischen Muslimbruderschaft und eines von der syrischen Muslimbruderschaft. Alles von Menschen, die aus ihrer Heimat rausgeschmissen worden sind bzw. gehen mussten, wenn sie nicht im Gefängnis landen wollten, weil sie einen islamischen Staat errichten wollten und damit den säkularen und nicht gerade demokratisch gesinnten Eliten aneinander geraten sind. Das ist sozusagen der Ursprung dessen, was ich als Keimzelle des politischen Islam auch in Deutschland betrachte. Und heute, und das will ich gar nicht näher auf die ganze Entwicklung eingehen, die können Sie nämlich nachlesen, sondern im Prinzip springen in die jetzige Situation. Wir haben im Moment unterschiedliche Großverbände, gut organisierte Verbände, die verschiedene Strömungen dieses politischen Islam repräsentieren. Und insgesamt würde ich mal sagen, wenn man hochrechnet, wie viele Mitglieder die haben, sind das vielleicht 15-20% der Muslime in Deutschland. Also das heißt eine ganz kleine Minderheit. Ja? Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass diese Minderheit, weil sie ebenso gut organisiert ist, Partner des Staates ist auf vielerlei Ebenen. Zum Beispiel sitzen diese Leute in Beiräten,
zu islamischen Theologien an staatlichen Universitäten. Zum Beispiel sind diese Funktionäre islamistischer Organisationen Partner der Bundesländer, wenn es darum geht, Religionsunterricht, islamischen Religionsunterricht einzuführen. Und sie sitzen in Gremien, im Rundfunkrat, die Islamkonferenz bietet ihnen eine Bühne. Das heißt, letztendlich ist Folgendes passiert, dass eine kleine Minderheit, und zwar eine Minderheit, die den Islam meiner Meinung nach nun in einer eher problematischen Weise vertritt, dass diese kleine Minderheit in der Öffentlichkeit das Bild des Islam prägt. Ja, weil sie überall zu Gehör, überall Gehör finden, weil sie Einfluss haben, weil sie ihre Normen verbreiten können, weil sie ihre Normen durchsetzen können, weil sie da verhandeln. Beispielsweise, was meine ich? Meine beispielsweise im Bereich Schule die Aufkündigung der Koedukation. Ja, das ist eine Forderung, Koedukation im Sport- und Schwimmunterricht, das solle jetzt definitiv ab der Pubertät nicht mehr sein. Und dann schaue ich mir an, was passiert denn eigentlich in den Schulen, und zwar sehr Unterschiedliches. Hier in Hessen habe ich mit etlichen Lehrerinnen, Schulleiterinnen gesprochen, die sagen, ja, also wenn das Kollegium sich einig ist, dann kann man sowas schnell zurückweisen, genau wie andere Dinge, Fasten im Ramadan, Kopftücher bei kleinen Mädchen, dass Eltern sich beschweren, wenn man beim Klassenausflug in eine Kirche geht und vieles mehr. Da könnte ich Ihnen einen ganzen Katalog aufstellen, solcher Stresspunkte. Das kann natürlich auf der Ebene der einzelnen Schule, wenn das gut läuft, zurückgewiesen werden. Aber die einzelnen Lehrerinnen stehen also einen tagtäglichen Kampf gegen Eltern aus diesen Organisationen oder auch ältere Schüler, die immer wieder einfordern, dass hier islamische Normen in der Schule zu gelten haben. Wenn es ganz schlecht läuft, wie in Rheinland-Pfalz oder in Berlin, dann gibt es schon Handreichungen der Kultusbehörden, die genau diese Forderungen der islamischen Organisation übernehmen und darauf dringen, dass genau der Sport- und Schwimmunterricht nicht mehr koedukativ gehandhabt werden dürfe, dass man darauf achten solle, dass im Ramadan vielleicht dann doch nicht die wichtigen Arbeiten geschrieben werden und vieles mehr. Und das meine ich mit Normen, die natürlich zu einer normativen Ordnung gehören. Und ich versuche in dem Buch auch den Bogen zu schlagen, wie sehen denn normative Ordnungen aus, wenn sie sich tatsächlich durchsetzen und wie ist der Weg, was kann man sehen, in Ländern, in denen sich diese Normen durch wichtige, mächtige Akteure verbreiten. Akteure, die beileibe nicht die Mehrheit haben müssen. Und von daher sage ich, man tut dem Islam und den Muslimen in Deutschland keinen Gefallen, auch der Bevölkerung tut man keinen Gefallen, wenn man diese Organisationen ermächtigt, für die Muslime zu sprechen, die viel heterogener sind und in ihrer Mehrzahl eine ganz andere Vorstellung vom Leben haben und auch von ihrer Religion haben. Und damit höre ich jetzt auf. So, und jetzt schließt sich das Gespräch zwischen Herrn Kaube und mir an. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich habe jetzt ganz kurz mir überlegt, was soll ich jetzt eigentlich noch fragen? Aber ich fange mal so an, wie das in Ihrem Buch auch ist, mit diesem historischen Rückblick. Ihre These ist ja, dass die Politisierung des Islam immer dann stattgefunden hat, wenn eigentlich andere Mächte die Oberhand gewannen, wenn sich die islamische Gesellschaft, wenn man das überhaupt so nennen will, in einer Schwächephase befand, Machtverluste, Gebietsverluste waren. Und dann in der Moderne ist es ja nicht ein Macht- oder ein Gebietsverlust primär, sondern es ist ein Verlust an, wie soll man sagen, maßgeblicher Orientierungskraft. Also die Vorstellung, die wir ja auch in christlichen Gruppen häufig haben oder überhaupt in religiösen Gruppen, dass die Moderne der Religion nicht günstig ist oder jedenfalls dem religiösen
Normenkatalog. Mhm. Wie kommt man eigentlich auf diese Idee, wo doch die Moderne andererseits eine immense Pluralisierung von Religionen erlaubt? Es tauchen sogar neue Religionen auf, wenn man in die Vereinigten Staaten anschaut, im 19. Jahrhundert, alle 10 Jahre kommt eine neue Sekte, wie wir das dann soziologisch nennen, aber letztlich ist es einfach eine Religion. Wie entsteht der Eindruck, dass die Moderne der Religion nicht günstig ist? Naja, Religionen leben ja nicht nur davon, dass Gläubige überzeugt sind, dass das alles richtig ist, sondern Religionen haben ja in der Geschichte auch immer einen ordentlichen Repressionsapparat mit sich geführt. Das heißt, die Gläubigen, die jetzt ausbrechen wollten, denen ist das ja nicht immer gut bekommen. Und das ist ja auch das, was wir jetzt gerade erleben. Ein großer Vorbehalt, übrigens nicht nur der Muslime, auch der vieler Christen, gegenüber dieser Moderne, vor allem dem, was ich jetzt mal das Säurebad des Säkularismus nennen möchte, ja, wo sich sozusagen alles auflösen könnte. Nehmen wir mal ein Beispiel, ja, in den Schulen, und jetzt bin ich gar nicht mehr beim Islam, in den Schulen gibt es ja immer wieder Forderungen, man möge doch Abstand nehmen von diesen kirchlichen Religionsunterricht und man möge vielleicht Religion für alle oder Ethik für alle, also irgendetwas, was jenseits dieser Eindeutigkeit liegt, anbieten. Und das erschüttert doch manche, und auch viele Muslime hätten es gerne, wenn es eine rein muslimische Lehre gibt, die angeboten wird, aber doch nicht, bitte nicht so viel anderes, weil dann könnte es ja möglicherweise passieren, und das ist ja die Gefahr des Pluralismus, dass man sich auch anders entscheidet. Also letztendlich geht es, glaube ich, darum, dass man auch Zugriff hat auf Muslime, vor allem als muslimische Kinder und Jugendliche, damit sie in der richtigen Weise sozialisiert werden und einem nicht abhanden kommen. Das ist auch so ein bisschen der Befund, den ich eigentlich aus meiner vorherigen Forschung herausgelesen habe. Da ist mir aufgefallen, dass man versucht, gerade Kinder und Jugendliche unter dem Dach der Moschee zu halten. Ja, dass man das Rundum-Sorglos-Paket anbietet, damit die möglichst nicht rausgehen sollen. Und das war nicht nur meine Beobachtung, das wurde mir auch so erklärt. Das ist so gefährlich, wenn man rausgeht, weil dann die Gefahren, die für Jugendliche hier in dieser Gesellschaft sind, dass sie sich abkehren von der Familie und von der Religion, denen möchte man gerne vorbeugen. So, und das und von daher denke ich schon, dass religiöse Organisationen im Prinzip eine Schwierigkeit mit dem säkularen Staat haben oder dem semisäkularen Staat. Das ist immer eine Frage, wie säkular ist Deutschland eigentlich? Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie man Säkularisierung selbst interpretiert. Ja. Es ist ja, glaube ich, eine irrige Vorstellung, jedenfalls im Weltmaßstab, dass Säkularisierung bedeutet abnehmende Kraft von Religion. Das kann man ja überhaupt nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Das kann man vielleicht in Schweden sagen und vielleicht auch in Deutschland, aber im Weltmaßstab stimmt das auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also die These, die auch Max Weber mal vertreten hat, dass mit der fortschreitenden Moderne, auch der Durchdringung der Wissenschaft, dass Religion keine Rolle mehr spielt, das hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, wir haben ja eigentlich seit den 80er Jahren einen richtigen Fundamentalisierungsschub. Nicht nur im Islam, sondern auch im Christentum, im Hinduismus, im Buddhismus und im Judentum auch. Also wir haben sozusagen weltweit einen Aufschwung des Fundamentalismus, was ja dazu geführt hat, dass in den USA an der amerikanischen Akademie für Religion in Chicago, dass die ein 10 Jahre dauerndes Projekt hatten, interdisziplinär zu Fundamentalismus. Und da haben die auch Extremismen schon sich angeschaut, weil das eben damals schon als Thema, zumindest in den USA, in Deutschland hat man da noch gar nicht von geredet, aber in den USA war das eben schon präsent. Dann könnte man doch jetzt eigentlich sagen, diese religionssoziologische Lage oder dieser Befund, der müsste ja eigentlich für Entspannung sorgen. Zum Beispiel bei den Muslimen, dass man sagt, also ihr müsst gar nicht Sorge haben, dass die Moderne aufgrund von Wissenschaft, Technik, Wirtschaftsform, Kleinfamilie, was man immer so denken kann, was ein Beitrag wäre zu diesem Abflachen von Religion, das tut sie gar nicht.
Ja, man weiß nur nicht, welche Religion überlebt. Ja? Also es könnten ja, wie Sie gesagt haben, es bilden sich ja auch ständig neue Religionen. Man weiß nicht genau, ob die eigene überlebt. Also Grund zur Sorge besteht natürlich schon. Und die Reaktion drauf, und das ist ja das eigentlich Problematische, die Religion wird dann extremer. Ja? Die kommt aus diesem entspannten Verhältnis, was man ja, vielleicht noch in den 60er, 70er Jahren gesehen hat, kommt sie raus. Und religiöse Akteure fangen an, Normen richtig durchzupushen. So. Aber das ist doch je mehr Widerstand es gibt, desto massiver wird die ganze Sache. Schauen Sie sich mal den Iran an im Moment. Ja? Im Iran ist die Jugend von der Religion relativ weit entfernt. Ja? Und wir sehen beispielsweise bei den Frauen, die jetzt auch als Demonstration ihr Kopftuch abziehen, da große Risiken bei eingehen und dann Selfies machen ohne Kopftuch. Und das wird dann weltweit gepostet, obwohl der Iran versucht, die sozialen Medien zu kontrollieren, immer wieder abzuschalten. Aber das ist natürlich ein Spiel für Hacker, da wieder reinzukommen. Was passiert jetzt? Jetzt sehen Sie, dass zunehmend drakonische Strafen verhängt werden für Frauen, die ein Kopftuch abziehen. Man kann das gar nicht mehr glauben, dass man tatsächlich Menschen über viele, viele Jahre ins Gefängnis steckt. Jetzt ist eine Anwältin, die Kopftuchträgerinnen, die ihre Kopftücher abgezogen haben, verteidigt, zu 38 Jahren Haft verurteilt worden und 140 Peitschenhieben. Also das ist so unverhältnismäßig von meiner Warte aus, ist aber natürlich eine Reaktion darauf, dass diese Religion, die ja mit der Politik im Iran ganz untrennbar vermischt ist, jetzt seit Khomeini, unter Khamenei auch, dass die jetzt an Bindungskraft verliert. Also da versucht man eben mit enormem Zwang zu reagieren. Und das genau ist der Punkt, weshalb ich sage, politischer Islam spielt eine Rolle im Moment im internationalen Maßstab und natürlich spielt er auch bei uns eine Rolle, weil es, und deshalb habe ich auch gesagt, Stresstest, es ist ein Stresstest für nicht nur für die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft, sondern es ist auch ein Stresstest für Muslime, für muslimische Kinder, die gemobbt werden, weil sie nicht fromm genug sind. Ja? Und das haben wir vor 20 Jahren nicht gehabt. Lassen Sie mich das mal aufgreifen. Sie haben jetzt auf der einen Seite haben Sie gesagt Frauen und auf der anderen Seite haben Sie gesagt Jugend. Dass man also, Sie haben es so beschrieben, dass eigentlich, fast könnte man sagen, so formulieren Sie das nicht, aber fast könnte man sagen, ja, es geht um Religion, aber es geht auch noch um was anderes. Es geht offenkundig um eine Generation, also die Sorge über Generationen hinweg, die ja immer so ist, dass die Eltern Sorgen haben, dass die Kinder was anderes machen als sie selber oder an was anderes glauben und was anderes lesen oder gar nicht mehr lesen. Und das ist ja so eine ganz typische Generationengeschichte, dass sie Karriere machen und die Karriere bringt sie woanders hin und die bringt sie in die Stadt und in die Stadt und so. Ja, ja. Und das ist also das eine Thema, das mir da stark zu sein scheint. Und da würde ich ja sagen, das ist ja relativ aussichtslos, der Kampf gegen die Stadt. Also ich meine, gegen die Stadt schon, aber wir haben ja jetzt, also wir haben im Moment in Europa das Phänomen, dass ein Teil der muslimischen Jugend sehr viel radikaler ist in Bezug auf Normen, ich sage gar nicht mal auf Spiritualität, sondern auf Normen, die Halalisierung des Kopfes sozusagen, als die Elterngeneration. Ich habe selber Interviews gemacht mit jungen Muslimen, männlichen und weiblichen, die alle unter 20 waren, die mir erzählt haben, wie sie ihre Eltern umerziehen, damit sie endlich mal islamischen Normen Folge leisten. Und die mir sogar pädagogische Konzepte erzählt haben, wie sie das am besten anfangen, damit die Eltern nicht so viel Widerstand leisten. Auch das würde ich sagen, ist vielleicht nicht in dieser Schärfe oder so. Auch das ist ja etwas, was wir kennen, also auch außerhalb des Islam. Also 1968 war sicher auch ein Versuch der Jugendlichen, die Eltern zu erziehen, umzuerziehen. Und selbst Fridays for Future hat ja einen Aspekt dieses, die Kinder machen das gerne, zu sagen, den Eltern vorzuwerfen, dass sie in der falschen normativen Ordnung leben, wenn ja, ich das mal wobei, ich würde noch einen kleinen Unterschied sehen. Also die Muslime, mit denen ich gesprochen habe, die haben tatsächlich einen pädagogischen Auftrag empfunden. Aber kein Bruch mit den Eltern, darum ging es nie. 68, da waren die harten Brüche mit den Eltern. Ja, die Kinder sind gegangen, haben die Eltern als Reaktionäre beschimpft und wollten ihr eigenes Leben leben.
Und was wir jetzt bei Fridays, also jetzt kommen wir auf ein anderes Thema, müssen wir gleich wieder zurückkommen, bei Fridays for Future, da sehe ich eigentlich eher das tiefe Bedürfnis der Eltern, sich endlich von den Kindern erziehen zu lassen. Das kann man. Woher kommt das dann? Denn das, also wenn jetzt Jugendliche in Wiesbaden oder in Frankfurt oder so, wie Sie sagen, schärfere Tugendwächter sind als ihre Eltern, die sind ja nicht im Iran und unter der Bedrohung irgendeiner Todesstrafe. Richtig. Die leben eigentlich in einer Gesellschaft, in der das gar nicht passt in gewisser Weise, also wo man sagen würde, viel Freunde macht man dann nicht in der Schulklasse, außerhalb der eigenen Gruppe, wenn man so streng agiert. Viel Freunde eventuell auch bei den Mädchen macht man sich nicht. Das wäre interessant, wie das aussieht. Woher kommt denn das? Also wenn das jetzt praktisch nicht staatlich, also ich sage es ganz salopp, über Ägypten oder Indonesien können Sie mir viel erzählen, dann denke ich, ja, vielleicht ist es da so und so und Sie kennen sich aus. Aber hier würde ich sagen, naja, eine oberste Religionsbehörde, die Typ, die jetzt irgendwas sagt oder so, wie kommt die denn an diese Jugendlichen ran? Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Es ist ja nicht nur die DTIP, sondern es sind ja unterschiedliche Einflüsse, zum Teil über das Internet, zum Teil aber auch über Jugendgruppen der großen Organisationen. Die geben sich viel Mühe mit der Jugendarbeit, muss man sagen, und sind da auch nicht wenig erfolgreich. Also da gibt es natürlich Einfluss durch das Fernsehen, ja? Also durch Heimatsender. Das habe ich häufig erlebt, wenn ich jemanden besucht habe, dann lief da türkisches Fernsehen, arabisches Fernsehen, und da gibt es natürlich dann dauerhaft immer wieder den Einfluss des Heimatlandes oder bestimmter Strömungen. Des Heimatlandes gibt es ja nicht, das ist ja nicht alles homogenisiert, sondern bestimmter Strömungen. Irgendein Mekka-Sender läuft bei vielen, weil das gilt dann als besonders tugendhaft. Also da gibt es zumindest Informationen darüber, was ist denn islamisch. Ja? Also muss man ja erstmal wissen, was ist denn eigentlich islamisch? Wie verhält man sich islamisch? Vor allen Dingen, welche Regeln gelten dann? Bei einem Teil der Jugend, der jetzt eher so in das salafistische Milieu abgedriftet ist, da hat man sich diesen charismatischen Predigern zugewandt, die ja im Übrigen, man hat sich ja immer gefragt, warum haben die so großen Zulauf? Ich muss ganz ehrlich sagen, die waren von ihrer Persönlichkeit sehr viel anziehender als die Imame, die ich in den Moscheen erlebt habe. Also ich habe hier am Römer Pierre Vogel erlebt, und da muss ich sagen, der konnte das schon richtig gut. Ne? Der hat gewusst, was er sagen muss, damit die Leute alle Takbir rufen oder Allahu Akbar oder irgendwas anderes. Das funktionierte sofort. Männlein und Weiblein hat sich auch sofort geschlechtergetrennt aufgereiht. Das war sozusagen eine große Show, die er geliefert hat. Und solche Leute haben natürlich Erfolg gehabt bei einem Teil der Jugendlichen. Andere, die nicht so weit gehen wollten, sind in ihren Moscheen geblieben. Und diese Moscheen haben natürlich unter der Konkurrenz dieser salafistischen Prediger auch ihre Jugendarbeit attraktiver gemacht. Deshalb gibt es ja auch immer die Klage, gebt uns Geld für die Jugendarbeit, damit uns die Jugendlichen nicht davonlaufen. Das große Problem ist aber natürlich, dass nach wie vor der Einfluss aus dem Ausland unglaublich groß ist. Bei der DTIP beispielsweise, da kommt das gesamte Personal ja aus der Türkei, kommt von der Diyanet, wird bezahlt. Auch bei der Miligörisch ist das zum Teil der Fall oder bei der ATIP. Und in den anderen Moscheen haben sie das nicht so explizit, aber natürlich sind das dann auch die Imame aus den Heimatländern, die man nach speziellen Kriterien auswählt. Hat eine sehr stark nationalistische Komponente, das möchte ich mal betonen. Ich kann da eine kleine Anekdote vielleicht schildern. In einer marokkanischen Moschee, mit der ich lange zusammengearbeitet habe, da war der Imam Ägypter. Ja, und dann hieß es, ja, unser Imam ist Ägypter, der Islam ist nicht national, sondern das ist die globale Umma, das gilt für alle, und das sieht man auch daran, dass im Moscheeladen chinesischer Tee verkauft wurde und dass der Imam Ägypter war. Nun war es aber so, dass die meisten Gemeindemitglieder überhaupt nicht einverstanden waren mit dem Imam, weil er nämlich Ägypter war. Und kurz nachdem ich meine Forschung beendet hatte, kam dann jemand und hat gesagt, wir haben jetzt endlich einen neuen Imam, der ist jetzt wirklich gut, der ist Marokkaner. Also von daher, deshalb sage ich auch,
viele dieser Vereinigungen, die jetzt bei uns als religiöse Organisation Partner des Staates sein wollen und alle darum kämpfen, auch als Religionsgemeinschaften anerkannt zu werden, sind letztendlich eher Landsmannschaften. Landsmannschaften natürlich mit einem religiösen Anteil, aber durch diesen starken nationalen Bezug und auch die Färbung des Islam, der da ankommt und gepredigt wird, ist das doch eher nicht das, was wir hier unter Religionsgemeinschaft verstehen. Hat das was mit der, wie soll ich das nennen, migrantischen Situation zu tun? Ich frage mich noch immer. Aber ja, natürlich. Ich frage mich noch immer, Kirchen oder Religionen können ja alle möglichen Texte über der Menschheit abwerfen und können sagen, mach das, sei so, nein, so nicht und so. Es braucht ja für ein Festhalten an der Religion oder für ein Verschärfen, was diese kleine Gruppe des politischen oder kleinere Gruppe des politischen Islam charakterisiert. Es braucht ja Leute, denen das irgendwie einleuchtet. In einer Umwelt, in der man noch vieles andere machen kann in seiner Freizeit, außer religiös zu sein. Ja. So, und das ist das, was mich interessiert. Ich würde es gerne mal an dem Beispiel der Frauen. Ja. Man könnte ja als Erklärung geben, naja, okay, die Attraktion all dieser Sachen ist, das ist ein Männerding und Männer kommen da gut raus. Ja, das ist ein großes Angebot, du hast das zu sagen, du bestimmst über deine Schwestern und dann also über deine Frau und überhaupt über und so weiter. Du kannst, und wer jetzt gerne herrschen will, ist das ein gemischtes Vergnügen, aber okay, wer gerne herrschen will, sagt dann, ja, das ist meine Religion, das ist so eine Religion, als Mann kann ich herrschen. Aber ich meine, das ist eine Hälfte. Und wie sind das? Sind sogar sehr aktiv. Und gerade in den salafistischen Gruppen sind die Frauen unglaublich stark. Warum sind die unglaublich stark? Da gibt es eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Also zum einen natürlich das Diaspora-Phänomen. In der Diaspora hält man immer stärker an Dingen fest, die man mit Heimat belegt. Egal, ob die in der Heimat überhaupt noch gelten. Das ist ja zum Teil gar nicht mehr so. Sondern man konserviert das sozusagen. Aber gerade bei den Mädchen, weil Sie das genannt haben, die Mädchen sind häufig in sehr patriarchalischen Familien. Selbst wenn die nicht so religiös sind, unterliegen die einem Kodex, der sich an Vorstellung von Ehre und Scham orientiert und da gewinnen immer die Jungen. Ja? Also beispielsweise, der Junge kann auf ein Fest gehen, er kann eine Freundin haben, der trinkt Alkohol, der raucht, der ist nicht zu Hause, der macht, was er will. Das Mädchen muss nach der Schule nach Hause. Die darf noch nicht mal auf den Geburtstag einer Schulfreundin, weil die Eltern Angst haben, da könnte ja irgendwelche Jungs dabei sein. Und am Ende, das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, verliebt sich in jemand. Und dann kann die Ehe, die eigentlich gedacht ist, nicht mehr durchgeführt werden. Vielleicht verliert sie noch ihre Unschuld, ihre Jungfrauenschaft und dann ist sozusagen die Ehre der Familie völlig hinüber. So, das Mädchen sieht sehr deutlich, es gibt eine Ungleichbehandlung zwischen ihr und ihrem Bruder. Das ist ein Standardproblem, das wir in migrantischen Communities haben. Nicht in jeder, ich will das überhaupt nicht über einen Kamm scheren, aber doch ein ganz, ganz wichtiges Problem. Wenn jetzt dieses Mädchen in ihre Moschee geht oder sogar in eine salafistische Gruppe, dann wird sie feststellen, dass ihr der Imam sagt, Männer und Frauen, Mädchen und Jungen sind vor Gott gleich. Und auch der Junge soll sich nach islamischen Vorstellungen an islamische Normen halten. Das heißt nämlich keine Freundin haben, nicht rauchen, nicht trinken, nicht auf die Partys gehen. Das ist vielfach in Untersuchungen als Grund genannt worden, weshalb Mädchen in religiöse Gruppen gehen, weil sie dort eine Gleichheit erfahren, religiös fundiert, die sie zu Hause bei sich nicht haben. Und ich habe selber Mädchen kennengelernt, die gesagt haben, das ist auch ein Erziehungsauftrag, den ich habe, um meinen Eltern zu sagen, das ist nicht der wahre Islam. Der wahre Islam bedeutet nicht, mein Bruder geht auf die Party und ich bleibe zu Hause. Der bedeutet, der Bruder bleibt auch zu Hause. Also eine Gerechtigkeit auf einem bestimmten Level. Haben Sie eine Idee, wieso es gerade der Islam ist, der diese Art Reaktion auf die Moderne ausprägt? Wir haben, oder warum er sie relativ spät ausprägt,
Wir haben einen Abwehrkampf, also jetzt in den hiesigen Verhältnissen, insbesondere in der katholischen Kirche, gegen bestimmte moderne Erscheinungen, der aber irgendwie im Zuge des 20. Jahrhunderts sich gemäßigt hat, sagen wir mal so. Ja. Natürlich ist auch bei uns, ich weiß nicht, Homosexualität, bis wann das unter Strafe stand, also so lange ist es auch noch nicht her. Ende der 70er, ne? Ja, also irgendwie jedenfalls so und rigide Moralvorstellungen. Das hängt dann sehr davon ab, wie tief man im Land wohnt und Stadt und solche Dinge. Also wir kennen das in gewisser Weise auch, nur kennen wir es, wenn ich Ihre Beschreibung lese, wir kennen es nicht so organisiert und natürlich kennen wir es nicht in einer Situation der Abgrenzung gegenüber einer Mehrheitsgesellschaft. Denn bis in die 70er, 80er Jahre hinein waren 5% der deutschen Bevölkerung nicht konfessionell gebunden. Das hat sich jetzt stark geändert in den letzten 30 Jahren. Inzwischen sind es irgendwie 40% oder so. Aber bis vor kurzem war das also religiös eine vergleichsweise homogene Bevölkerung, die wir hatten. Ja, absolut. Aber da muss man einfach schauen, die Geschichte war eine andere. Also die Auseinandersetzung mit Kirche und Obrigkeit hat bei uns einfach eine ganz andere Rolle gespielt, auch ist nicht erst im 19. Jahrhundert begonnen, sondern hat einfach eine lange Geschichte. Und in der islamischen Welt hatte sie eine andere Geschichte. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gab. Es gab natürlich auch diese Auseinandersetzung immer wieder mit Intellektuellen, die etwas anderes wollten, die beispielsweise Vernunft als ganz wichtiges Moment gesehen haben. Vernunft, die von Gott gegeben wird. Und die anderen waren immer der Meinung, das spielt keine große Rolle. Aber ich will da nicht zu tief in diese Art der islamischen Geistesgeschichte reingehen, sondern vielleicht eher dann doch nochmal in diese Konfrontation, warum diese Abgrenzung auch zum anderen. Und das hat meiner Meinung nach eben tatsächlich etwas mit diesem Niedergang des Kalifats zu tun und mit dem Aufschwung Europas, von dem man ganz offensichtlich überrascht war, dass das überhaupt passieren konnte. Und jetzt natürlich von den Versuchen, alles zu retten, was zu retten ist, beziehungsweise wieder die Idee, und die spielt bei vielen Gelehrten eine Rolle, die Idee, dass man irgendwie doch wieder zu einziger Größe finden muss. Und bereits in den 60er Jahren, als die Muslimbrüder, die aus Ägypten fliehen mussten, bei den Wahhabiten in Saudi-Arabien Unterschlupf gefunden haben und sich dann die Islamische Weltliga gegründet hat, da war das Ziel dieser Weltliga eigentlich ganz klar, das war auf der einen Seite die fortschreitende Säkularisierung der islamischen Welt zu verhindern und dafür zu sorgen, dass islamische Normen in Geltung behalten. Und das andere war Missionstätigkeit. Missionstätigkeit, und damals schon bei Gründung der Islamischen Weltliga wurde explizit die afrikanischen Staaten genannt, aber auch Europa. Und deshalb haben wir ja heute immer noch solche Vorstellungen wie von Yusuf al-Qaradawi, das ist sozusagen der Spiritus Rector und Stichwortgeber der Muslimbruderorganisation, der immer wieder sagt, jeder Zentimeter Boden, der jemals islamisch war, muss zurückerobert werden. Das mögen wir jetzt als völlig abenteuerliche Vorstellung verstehen, aber so etwas wird immer wieder schriftlich und in Ansprachen wird das herausgegeben. Und das natürlich kommt auch hier bei Jugendlichen an, auch bei Jugendlichen, die sich unterprivilegiert fühlen. Ja? Auch das haben wir ja. Wir haben ja auch Jugendliche, die nicht die Chancen, die sie hier vielleicht haben könnten, nutzen können, aus unterschiedlichen Gründen, die sich hier abgehängt, diskriminiert fühlen. Und für solche Jugendlichen ist das natürlich eine großartige Idee, den Sprüchen eines verehrten Gelehrten zu folgen, der ihnen verspricht, du musst gar nicht jetzt deine Energie in die Schulnoten stecken oder irgendwas anderes machen, das reicht, wenn du fromm bist, das ist das Wichtigste. Und dann wird das alles schon wieder mit Gottes Hilfe geschehen. Also sozusagen auch eine einfache Lösung aus vielfältigen Problemen, die man natürlich auch nicht so ganz einfach durchschauen kann. Die letzte Ursache vielleicht für diese Art der Fundamentalisierung, die kommt, ist aber definitiv auch nicht spezifisch nur für den Islam, ist
in einer Situation, in der alles sich pluralisiert, alles schneller wird, alles total unübersichtlich wird, wo man zwar theoretisch viele Chancen hat, aber mindestens genauso viele Möglichkeiten zu scheitern wie Chancen, in der Situation sehen sich manche nach einem überschaubaren kleinen Rahmen. Und den bietet natürlich der politische Islam, der sagt ganz klar, da gibt es Halal und da gibt es Haram. Und was jetzt Halal und Haram ist, das sagt ja unser Imam. Und dann ist man sozusagen auf der sicheren Seite, wenn man das wirklich glaubt. Die Frage ist natürlich, wie weit wird das geglaubt, aber ganz sicher bietet das einen Rahmen, an dem sich einige doch orientieren. So, wenn man jetzt, wie Sie sagt, auch wenn das nicht so viele Leute sind hierzulande, in anderen Ländern schon, in Indonesien, ist es ein Stresstest für Deutschland. Sie sagen, es ist ja nicht Stresstest für Indonesien, sondern Stresstest für Deutschland. Ja. Können Sie ein bisschen sagen, was man tun könnte? Naja, also zwei Dinge würde ich sagen. Auf der einen Seite glaube ich, man muss aufhören mit dieser einseitigen Privilegierung der organisierten Kräfte des politischen Islam und vielleicht sich überlegen, wie man es schaffen könnte, auch die nicht organisierten Muslime einzubinden in Partizipationsmodelle. Also müssten sie sich organisieren. Und das ist das Problem. Wo organisieren sich denn Liberale? Mhm. Ja? Also ich meine, ja, sie versuchen es, aber ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also es gibt so zarte Pflänzchen, die sich organisieren. Ich gehöre selber so einer kleinen Gruppe an, die sich zusammengefunden hat. Es gibt ja sogar schon von den säkularen Muslimen einen Landesverband jetzt in Rheinland-Pfalz. Naja, aber hat auch nicht Tausende von Mitgliedern. Aber das liegt einfach daran, dass jemand, der säkular oder liberal ist, jetzt sich nicht unbedingt in einer religiösen Organisation wiederfindet, sondern der hat vielfältige Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen, ja, mit der Familie, im Sportverein oder irgendwas anderes, aber die wenigsten kommen auf die Idee, sich jetzt religiös zu betätigen. Das ist das eine große Problem. Ich sehe allerdings diese Versuche doch von einigen, vor allem jungen Leuten, sich zu organisieren, auch unter dem Label Islam, weil es eben von der Politik jetzt auch gewünscht wird, da kommt ja händeringend, liebe Leute, organisiert euch doch, dann können wir euch mit dazu nehmen. Hessen hat ja jetzt so ein Forum, ein Dialogforum Islam aufgebaut, wo nicht nur die Verbandsvertreter sind, sondern auch Mitglieder von kleineren, liberaleren Einrichtungen. Muss man mal gucken, ob das sich bewährt oder nicht bewährt. Aber das wäre zumindest eine Sache, die man verfolgen könnte und könnte sagen, okay, wir müssen uns einfach mal Gedanken machen um Modelle, in der mehr Leute mitspielen. Die andere Sache ist die, heute habe ich gerade gelesen, dass eine Redakteurin der Taz fordert, die DITIB müsse verboten werden, weil sie eben Kriegspropaganda betreibt. Ja, nicht zum ersten Mal, hat sie auch schon vor einem Jahr gemacht. Das halte ich für sehr ambitioniert und kaum durchsetzbar. Aber grundsätzlich sollte man natürlich schon überlegen, arbeitet man eigentlich mit solchen Leuten überhaupt zusammen, die eine Auslandsdependance einer türkischen Behörde sind und ganz offensichtlich weisungsabhängig, nicht nur finanziell und personell abhängig, sondern auch weisungsabhängig sind. Kann man denn wirklich mit denen zusammenarbeiten? Und ich würde im Moment sagen, nein. Ja, das erscheint mir nicht zielführend. Wenn sich da Veränderungen ergeben, ja, gerne. Aber im momentanen Zustand halte ich das für keine gute Idee. Und das betrifft jetzt in Hessen den islamischen Religionsunterricht. Ich glaube, dass man mit der DITIB im Moment nicht zusammenarbeiten kann in dieser Hinsicht. Also das ist sozusagen etwas, was ich in meinem Buch auch empfehle, Änderung auch der Islampolitik. Auch dahingehend, dass man Menschen aus Regionen, die muslimisch geprägt sind, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, nicht immer unisono als Muslime anspricht. Viele Leute aus muslimischen Ländern, die sind überhaupt keine Muslime, sind Agnostiker oder vielleicht sind sie Kulturmuslime. Manche sind Atheisten, kenne ich auch genug. Sondern dass man vielleicht eher, und das mache ich einen Schlenker zu einem anderen Thema, das aber damit verknüpft ist, dass man vielleicht Menschen eher als Bürger und Bürgerinnen wahrnimmt und anspricht und nicht als Mitglieder identitärer Gruppen. Identitäre Gruppen
haben wir auf der Rechten, da wissen wir das alle, identitäre Bewegung heißt das. Und wir haben aber auch identitäre Gruppen, beispielsweise in den Religionsgemeinschaften. Und viele Muslime klagen, dass sie immer auf ihr Muslimsein angesprochen werden. Umgekehrt schieben sie es selber auch natürlich häufig nach vorne, weil sie dadurch in den Genuss von Bedeutung kommen, weil sie auch Geld bekommen. Es gibt unendlich viele Projekte, die man kriegen kann, wenn man Muslim auf seinen Banner schreibt. Ich halte es für besser, gerade in einer pluralistischen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die immer vielfältiger wird, dass wir identitäre Zuschreibungen möglichst vermeiden und sagen, wir haben doch ein super Fundament der Gleichheit. Das ist das Grundgesetz, auf dem wir alle die gleichen Rechte haben als Bürger und als Bürgerin und nicht als Christ und Christin und Muslim und Muslimin, sondern als Bürger und Bürgerin. Ich glaube, das könnte entspannen. Und da auch dann eine klare Haltung der Politik, klare Handreichungen, zum Beispiel der Kultusministerien für die Schulen, was alles geht und was nicht geht. Und da muss ich nicht jede Lehrerin damit rumschlagen, wenn jetzt ein Vater kommt und sagt, ja, aber während des Ramadan, da ist mein Kind jetzt nicht mehr fähig, Klassenarbeiten zu schreiben, weil es fasten muss. Dann kann man sagen, gefastet wird hier gar nicht. Jetzt habt ihr Zeit. Ich würd an der Stelle gerne öffnen und wenn Sie Fragen haben,